Zum Abschluss des Sommercamps des SKN haben knapp 50 Nachwuchskicker aus dem gesamten Bezirk St. Pölten die Chance erhalten, gemeinsam mit Kevin Musialo und 10 weiteren Profis auf dem Feld zu stehen. Für den Verein ist das Camp ein wichtiger Baustein in der Nachwuchsstrategie. Wir wollen natürlich kooperativ mit der Region zusammenarbeiten, weil es meiner Meinung nach einfach unumgänglich ist, dass regionale Kicker, regionale Kids auch ihren Weg machen können in die Top-Ligen sozusagen. Und da sollte der SKN in Niederösterreich die erste Anlaufstelle sein im Endeffekt. Am Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel setzt man auch darauf, dass Profis wie Daniel Schütz nicht nur beim Sommercamp Zeit mit den Kindern verbringen, sondern parallel zu ihrer aktiven Karriere auch Trainerfunktionen im Nachwuchsbereich übernehmen. Man sieht halt, dass, wenn man denen was mitteilt, dass sie extrem lernwillig sind, dass viel aufnehmen, also das probieren umsetzen. Und das macht dann wirklich Spaß, wenn man dann sieht beim Match, wie sie die Dinge dann am Platz halt so richtig umsetzen. Und das hat sich auch beim großen Abschlussturnier gezeigt. Neben Tipps zur Verbesserung von Technik und taktischem Verständnis wollen die Profis den Kindern auch ihre persönlichen Erfahrungen weitergeben. Daher spielen an diesem gemeinsamen Nachmittag die Ergebnisse der einzelnen Spiele am Ende nur eine Nebenrolle. Viel wichtiger ist die Botschaft. Dass sie auf jeden Fall einfach immer Spaß haben sollen dabei, egal was ist oder egal wie die Situation gerade ist oder der Spielstand. Nie die Lust und die Laune verlieren am Sport und einfach immer alles geben. Beim Sommercamp reicht aber ohnehin bereits die Anwesenheit der Profis als zusätzliche Motivation. Und die Kids geben alles, um ihre Idole aus der zweiten Liga vom eigenen Können zu überzeugen. Sehr schönes Gefühl, bin schon sehr nervös, dass die hier sind und ich werde denen auch mal nach Autogrammen fragen und macht auch sehr Spaß, dass wir endlich mal mit denen Fußball spielen können. Es ist zwar schwierig gegen sie zu spielen, aber sehr cool. Ich würde mir vielleicht noch ein paar Tipps holen zum Besserwerden und Unterschriften werde ich mir auch noch holen. Und dieser Wunsch nach Autogrammen ist natürlich von allen erfüllt worden. Nach dem gelungenen Sommercamp liegt der Fokus der Profis nun ganz auf der Meisterschaft. Und hier will der SKN alles daran setzen, dass die jungen Fans am Ende der Saison über den Titel jubeln dürfen.